Hallo meine Lieben, also ich habe euch ja gestern gezeigt in dem Video, wie man mit diesen Schablonen, die ich von Rebecca bekommen habe, solche süßen Täschchen bastelt. Ne? So, ich habe mich jetzt hier nochmal an die anderen beiden großen Schablonen gewagt. So, dabei ist rumgekommen einmal dieses süße, ja, Geschenkportemonnaie. Finde ich total niedlich. Ob ich das alles richtig gemacht habe, weiß ich nicht. Aber es sieht für mich richtig aus und ja. No? Das ist ja, wie gesagt, auch nur ein Prototyp. Und ich denke mal, wenn die schön verziert werden, dann wirkt auch dieses Portemonnaie ganz anders. Das ist ja auch in Ordnung. Das habe ich noch hinbekommen. Jetzt brauche ich aber eure Hilfe. Ich komme absolut nicht klar, weil ich mir nicht vorstellen kann, was folgendes Objekt sein soll. So, ich zeige euch jetzt mal als allererstes die Schablone. Und zwar sieht die Schablone so aus. So. Ich muss euch mal aus der Halterung hier rausnehmen, damit ich euch die zeigen kann. So, das ist die Schablone. Ja, die ganzen einzelnen Teile. Ja. So, jetzt war ich ja schlau. Ich muss euch wieder hier kurz reinstellen. Ich nehme euch da gleich wieder raus, damit ihr alles sehen könnt. Jetzt war ich ja so schlau und habe gedacht, das versuch, machst du genauso wie bei den anderen. Du zeichnest einfach auf. Ja. Huch, jetzt sind mir Teile runtergefallen. Moment, ich muss sie mal eben aufheben. Zeichnest die einfach auf und dann beim Basteln kommt das schon von alleine. So, jetzt habe ich das auch getan. Ich habe diese Teile hier. Ne? So. Ich habe alles schön ausgeschnitten, ne? Und schon gefalzt. So. Und so. Und so. Und so. 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 Gott, der ist so fisselige. So. Und so. No? So, da sind die Teile. Ja, denkt man, die haben ja überall Falzkanten, Klebelinien. Ja, ich habe jetzt ein Problem. Ich sehe die ja auch alle, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. So, gehe ich jetzt hin und sage, das kommt ja so. Ne? Dann wäre es ja irgendwie noch einleuchtend. So. Und ich gehe davon aus, dass dieses Teil hier, das größere, irgendwie daran muss. Irgendwie. Ich weiß nur nicht, wie. Wie. Versteht ihr, was ich meine? Kommt das jetzt so rum? So, kommt das so? Gott. Kommt das jetzt so rum? Und wie kommen die anderen Teile daran? Leute, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Erst habe ich gedacht, das ist eine Vase, aber nee, kommt ja nicht hin. Ich weiß nicht, was es ist. So, hier stehen ja auch Nummern, ne? Hier steht zum Beispiel A1. Dann haben wir da A2. Also gehe ich davon aus, dass A2 an A1 dran muss. So, dann haben wir. B1 ist hier. Ne? Das ist wieder so ein Aufklebeding halt. Ne? So, dann haben wir B2. Ja, das könnte ja schon wieder hier sowas sein. Ne? So wie bei den anderen Dingern immer. So. Und dann verließen sie sie. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Hier A3. A3 habe ich ja vermutet.
dass das hier oben so hinkommt. Oh, ja, doch. Oder? So. Ich habe keine Ahnung. Kennt irgendjemand dieses Ding und oder hat jemand eine Idee, wie das vielleicht kommen könnte? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das sein könnte und wie das zusammengehört. Jemand von euch eine Idee? Guckt euch mal diese Fizzeldinger hier an. Alles so winzig klein. Ja, wie gesagt, wenn jemand eine Idee hat, wie das gehört oder was das überhaupt sein könnte, ne? Ich wäre demjenigen sehr zu Dank verpflichtet, wenn er mir verraten würde, wie das eventuell gehört oder eben was es sein könnte. Oder ihr rätselt mit mir mit und wir sterben alle dumm, weil wir es nicht rauskriegen. Also, diese Schablone überfordert mich gerade. Ich krieg's nicht hin. Ich muss zugeben, ich krieg's nicht hin. Ich zeige euch die Schablone gerne nochmal im Ganzen. So, so sieht die aus. So. Na? Irgendjemand eine Idee? Immer raus damit. Ja, das ist jetzt eigentlich nur ein SOS-Video. Ich möchte es gerne zusammenbauen, weiß nicht, was es ist. Also habe ich keine Vorstellung davon, wie es gehört. Ne? So, wo ich einmal dabei bin. Meine Lieben, ich habe ja hier noch einen ganzen Schwung von Schablonen dieser Art. Ne? So. Da wollte ich euch doch glatt noch mal fragen, ob ihr noch mehr sehen wollt und ob ihr anders als in diesem letzten Video, ob ich zeigen soll, wirklich von Anfang bis zum Ende, ja, wie ich die zusammenbastel, ne? Vom Aufzeichnen bis zum Falzen, beziehungsweise übers Falzen bis hin zum Kleben. Und verzieren eventuell oder, nee, ich denke erstmal Rohlinge. Wollt ihr sofort live dabei sein, wenn ich die zum allerersten Mal ausprobiere und mich blöd anstelle? Oder soll ich vorher schon mal gucken, ob ich hier drauf habe, die Teile zu machen oder nicht? Also wie gesagt, ich habe nicht eine einzige bis jetzt davon gemacht. Von diesen hier, das sind alles welche in DIN A4 Größe. Ja, ich denke mal, da kann es ist wirklich spät. Da könnte ich dann auch aus ganz normalen festen DIN A4 Papier die Prototypen machen. Ne? Wer wäre denn dafür, dass ich das vor der Kamera tue? Oder meint ihr, es ist zu viel? Die Videos würden zu lang werden und ja, oder wenn ihr doch sowas sehen wollt, ja, wie viel soll ich denn machen? Eins oder zwei? Weil ich weiß ja nie genau, wie lang eins wird, ne? Ja. Ja. Alleine dieses kurze Video hier ist jetzt schon über 2 Minuten. Nur ein bisschen Gelabere. Ja, wie sieht's aus? Wollt ihr solche Teile noch sehen? Wenn ja, dann antwortet mir bitte in den Kommentaren. Wenn nein, antwortet mir auch bitte in den Kommentaren. Ja, ich mache dann hier, ne? Die Mehrheit zählt. Ja. Quasi eine Abstimmung, aber dafür will ich jetzt keine Umfrage starten. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt eine starten kann, ne? Ob mein YouTube-Status das schon zulässt. Ja, also wenn ihr das sehen wollt, dann mache ich das gerne. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich mich blamiere, dann mache ich das euch zuliebe gerne. Ja, ich glaube, das schneide ich jetzt hier mitten ins andere Video rein, damit es irgendwie hinhaut und ich mich nicht wieder neu verabschieden muss. Okay, so mache ich das. Jetzt hoffe ich auf eure Hilfe, meine Besten. In dem Sinne... Es ist ganz spät schon. Moment, ich muss mal auf Öhrchen kicken. Wir haben jetzt 14:45 Uhr morgens. So, ich habe die ganze Zeit jetzt getüftelt,
auch mit meiner Tochter und wir schnallen das nicht. Ja, wir sind schon zwei Doofe. So, jetzt sage ich trotzdem einfach mal Tschüss und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.